So, und da sind wir wieder zurück. Back to the roots. Und versuchen, die Nacht zu überleben und dann am nächsten Tag Essen zu finden. Ansonsten war es das. Also für die Leute, die die ersten Folgen noch nicht gesehen haben, fasse ich mal ganz kurz zusammen, was bisher geschah. Also erstmal vorweg, angucken braucht euch die Folgen nicht, weil es war bisher immer nur Reinfälle. Bei der ersten Folge sind wir gestorben. Und bei der zweiten Folge, wo bin ich denn jetzt hier? Ja klar, vorne mich weiter. Hallo, bleib hier. Ach so, nicht mehr wahr. Komm her. Also bei der ersten Folge sind wir gestorben. Bei der zweiten Folge sind wir gestorben. Bei der dritten Folge sind wir gestorben. Und bei der vierten Folge sind wir hier gelandet. Halb verhungert und nur noch mit einem Herzen. Das Leben hat uns nicht lieb. So, der Mond steht zumindest schon hoch am Horizont. Am Horizont sag ich schon. Hoch oben am. Ja Gott, wie heißt das? Gibt's auch ein Wort für. Was auch immer. Heißt also, wir müssen bloß noch die halbe Nacht überleben. Und dann, sobald es hell ist, hoffen, dass wir Tiere spawnen, die uns fleischlich gesund sind. Also vor allen Dingen Schafe oder Schweine. Denn ansonsten weiß ich nicht mehr weiter. Ich umrunde erstmal hier die Insel und gucken, was jetzt hier noch so gibt. Junge, bleibt weg. Rate ich dir. Und ich habe in der vorigen Map, also in der vorigen Folge war ich doch, festgelegt, weil die Map, wo wir jetzt sind, ist absolut katastrophal. Was jetzt die Schattbegebenheiten angeht. Deswegen, wenn wir jetzt in der Map nochmal sterben sollten, werde ich wieder eine neue Map anfangen. Weil die ersten Maps, die wir hatten, waren extrem gut. Oh, es regnet. Vor allem die allererste Map, die war extrem gut, was so die Startsituation anging. Ich meine, wir hatten am Anfang gleich fast alle Ressourcen, die man braucht zum Überleben. Wir hatten davon zwei Stück. Geil, jetzt haben wir hier zumindest auch wieder eine. Sehr schön. Aber unsere Lebensanzeige hat uns nicht funktioniert. Das heißt also, ich wusste nicht, dass wir fast tot waren. Und dann haben uns ein paar Skelette überrascht. Und die haben uns dann praktisch den Rest gegeben halt. Weil wir, wie gesagt, nicht wussten, dass wir fast tot waren. Und es gibt hier tatsächlich ein U-Bahn-System. Tiefenwasser-System, möchte ich doch. Ja, und sind wir halt gestorben. Und sind aber, weil wir innerhalb eines dieser Dungeons uns ein Bett aufgebaut haben, in Endlosschleife geraten. Also Map neu starten. Dann habe ich bei der zweiten Map, ist uns auch aufgefallen, dass das auch nicht funktioniert hat mit der Leiste. Also wieder neu starten. Und ja, bei dem dritten Versuch habe ich dann komplett neue Session aufgesetzt. Mit den stabilen Versionen von MindTest und MindClone. Und jetzt funktioniert die Leiste zumindest unten. Aber wir haben jetzt eine Map, wo wir am Anfang einfach gar nichts haben. Oh Gott, und Skelette, gleich zwei Stück. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Es wird hell, das heißt also, ich gehe jetzt an Land und hoffe, dass irgendwo Tiere sind. Wobei es jetzt natürlich schön regnet. Okay, wir sind tot. Ah, super. Jetzt regnet es, heißt also, es wird nicht hell und damit kommen auch keine Tiere. Und hoffenweise Gegner sind hier überall. Und vor allen Dingen wieder nur Pferde. Es gibt's doch nicht, nur Pferde? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich hasse das. Es ist so Bullshit. Wow. Das sieht ja mal nice aus. Bringt uns allerdings nicht allzu viel. Hallo Tiere. Zombie. Da oben ist ein Creeper. Ihr wollt mich doch komplett verarschen.
Ihr wollt mich doch wirklich sowas von absolut verarschen und es sind nur Pferde hier. Ich versuche nochmal ein Pferd umzubringen, vielleicht gibt es ja doch Fleisch. Na, also ich bleib natürlich eng. Ne, nur Leder. Ja, nur Leder. Ausschließlich Leder. Das gibt's doch gar nicht. Ja, noch ein Pferd. Alter, was ist denn hier los? Vor allem, es gibt normalerweise bis zu 3 Quellen für Lebensmittel. Also genau genommen 4. Natürlich als viertes erstmal die Truhen. Klar, wenn man auf eine Truhe findet und da zum Beispiel ein goldener Apfel drin ist, natürlich Jackpot. Nur leider können wir da vorne in dieses Ding da nicht rein, in diesen Dungeon, weil wir dafür nicht die Ausrüstung haben. Ja, dann gibt es halt die Tiere, finden wir keine. Dann Äpfel von Äpfelbäumen gibt es keine. Naja, und dann vielleicht auch noch irgendwo wie wo Pilze, gibt es auch keine. Ja. Komm her. Tiere. Stimmt, wir sind jetzt nicht mehr beim grünen Gebiet. Oh, da ist noch ein Dungeon. Gut, ich baue erstmal einen Ofen. So, wie viel Fleisch haben wir jetzt bekommen? 3-mal. Okay, gut, dann. Ist zwar eine Verschwendung, was jetzt das angeht. Leute, ich bin so oberglücklich. Komm her, du kommst jetzt sowas von her. Ja. Ja komm, es ist doch. Hä? Ist der jetzt nicht? Hallo? Geht doch. Ja, wir bekommen wieder Herzen. Oh mein Gott, dass ich sowas noch erleben darf. Schaf. Bleib da, Schaf. Wie dir, du rennst weg. Wo bist du jetzt? Ist weggerannt. Ah ne, das ist ja. Wow. Fuck. Nein. Ist da noch ein Schaf? Ja, noch ein Schaf. Dankeschön. Jetzt kommst du. Und zwar bitte ohne irgendwo reinzuspringen. Jawohl. Da hinten ist noch eine Kuh. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Schweine. Wir sind gerettet. Ich habe den Himmel auf Erden gefunden. Noch ein Schaf. Heißt also, wir haben damit mindestens 3-mal Wolle. Na komm her. Und damit ist alles gut. Endlich mal ein lebenswertes Gebiet. Ach, Leute. Nein.
So, wo ist jetzt unser Ofen? Da in der Richtung irgendwo. So, dann würde ich mal sagen, wir plündern zuallererst dieses Ding, ne? Und weil wir das geplündert haben, gehen wir dann nochmal zurück und suchen nochmal, wo das andere Ding war. Aber jetzt hier auch zumindest wieder zwei Dungeons. Wo ist der Ofen? Da. Dann stelle ich am besten gleich daneben unser Dingsabums dahin. Das hier. Und baue jetzt hier ein Bett und dann schlage ich hier erstmal unser temporäres Lager auf. Dann können mich hier alle mal. Gibt es hier rote Pflanzen? Ich hätte gerne ein rotes Bett. Nein, hier gibt es gar keine Pflanzen. Gelbe Pflanzen gibt es. Nein, ich will rote Pflanzen. Na gut, also doch ein weißes Bett. Ist zwar schade, aber besser als gar nichts. Perfekt. Das ist kein Sandsturm. Klar, das ist ein Sandsturm. Sandsturm sage ich schon. Gut, okay. Aber bei nee, jetzt schon da reingehen wäre blöd, weil, wie gesagt, sobald wir sterben, würden wir damit jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurückgesetzt werden, da wir noch nie gespeichert haben. Deswegen lasse ich das jetzt mal ganz kurz. Da hinten war eine rote Pflanze. Na super. Egal. Bett ist schon gebaut. Wobei ich gerade gar nicht weiß, kann man Betten auch einfärben? Ja, man kann Betten auch einfärben. Cool. Dann nehmen wir doch die rote Pflanze. Dann kann ich unser Bett einfärben. Das macht natürlich Sinn. Wobei ich gerade gesehen habe, wir brauchen ja für ein weißes Bett, oder? Oder war das hier auch möglich mit dem hellgrauen? Ne, wir brauchen ein weißes Bett. Und dafür brauchen wir weißes Bett? Hä? Also, man nehme weißes Bett und man nehme Bodenmehl und habe, tada, ein weißes Bett. Ist das behindert? Okay. Kann das bitte dunkel werden? Ich würde gerne speichern. Gut, zuallererst brauchen wir uns am besten eine Truhe. Und zwar eine Doppeltruhe. Da brauchen wir aber mehr Holz. Also nehmen wir das Holz und ballern das Kohle auf den Kopf. Ist doch egal jetzt. So. Okay. Hä? Wo ist mein zweites? Hä? Ach da. Doch, kann man stacken. Wie hat das denn gerade nicht mehr gesteckt? Verstehe ich nicht. So, und da kommt jetzt der ganze Scheiß rein, den wir als Grundobjekt brauchen. Damit, wenn wir irgendwo sterben sollten, wir nicht alles verlieren, sondern nur das Unnötigste. Okay, es ist, wo ist die Sonne? Da hinten. Ah gut, dann nutze ich erstmal die Zeit, die wir haben, bis es wieder dunkel wird, um hier ein bisschen Tiere zu schlachten. Dann werden wir, wenn es dunkel wird, zum ersten Mal schlafen gehen, damit wir dann speichern können und wir dann endlich mal die Dungeons holen können. Bleibst du mal bitte stehen? Dankeschön. Auch wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir bis dahin sogar so viel Leder gesammelt. Da kommst du mal, bleibst mal hier. Dass wir uns auch unsere erste primitive Rüstung bauen können. Oder, naja, bauen. Keine Ahnung, ob man bei Leder auch von bauen sprechen kann. Also, dass wir uns unsere erste primitive Rüstung machen können. Bauen heißt ja immer irgendwie ein bisschen handwerklich sich betätigen. Ja gut, ich meine, Leder zusammennieten wäre ja auch handwerkliche Tätigkeit. Oh, wir haben verschiedene Schafe hier. So viele Schafe. Oh. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wo sind jetzt die anderen Schafe? Da oben. Ah, ist ja Bullshit. Nein. Hund, lass mich in Ruhe. Ja, bei Hunden muss man aufpassen. Die sind nämlich genauso wie Eisbären.
aggressiv. Bei Hunden weiß ich jetzt nämlich definitiv. Bei Eisbären bin ich mir sicher. Komme ich darauf? Nein. Na klar. Leck mich. Das heißt also, sobald man die einmal angreift, greifen die zurück an. Und Hunde sind nicht gerade die schwachsten Gegner, schwächsten Gegner. Von daher lasse ich sie mal lieber. So, also Fleisch haben wir dann definitiv mehr als genug. Dann gucke ich mal jetzt langsam mal, dass wir ein bisschen Gras bekommen hier. Wie kriegen wir gar keine Samen? Hallo? Ah doch. Damit wir dann uns auch irgendwann mal ein Feld bauen können. Es wird langsam dunkel. Jawohl, also ab zurück zum Bett. Und dann erstmal hier. Die erste Nacht übernachten. Oder so ähnlich. Bett, ich komme. Jawohl. Ich rutsche schon wieder auf mein Bett hin und her. Und wie es hinkommt. Yay, wir haben gespeichert. Gut. Ach du Kacke, ernsthaft jetzt? Ha! Besiegt habe ich dich, du Bitch. Gut. Dann würde ich mal sagen, das hätten wir erstmal soweit geschafft. Nein, das bleibt hier. Und wir essen davon gleich auch mal was. Perfekt. Gut. Boah, Alter, ernsthaft hier. Geh nach Hause, geh nach Kacken, komm, geh weg. Gut, das war's mit Level 6. Nach 6 Leveln haben wir es endlich geschafft, eine einigermaßen brauchbare Basis zu schaffen. Ja, dann werden wir uns bei der nächsten Folge also um die Dungeon kümmern. Von daher, schau mit V.